Schon ready. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Es gibt jetzt 2 Stunden geile Action mit Simon, mit mir und der Crisis Remaster Trilogie. Ach echt? Ja. Spielen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier am Montag mit Simon, mit mir. Leider nicht mit Gregor, der weilt noch im Urlaub diese und hat er sich verdient. Nächste Woche. Hat er sich Gregor verdient. Macht echt immer super, super viel. Deswegen habe ich was rausgesucht, Simon, während du einfach letzte Woche auch nicht da warst, habe ich beschlossen. Ich war nämlich nicht im Urlaub. Was war Arbeit. Genau, ich habe sechsmal auf das Wording geachtet. Du warst hardcore am Arbeiten. Ich habe ausgesucht, was wir heute spielen. Wir spielen die am Freitag erschienene Crisis Remastered Trilogie. Ist vielleicht für einige Leute ein bisschen irritierend. Es gab ja schon vor einigen Monaten eine Remastered-Version von Teil 1. Jetzt sind Teil 2 und 3 noch in Remastered-Versionen erschienen. Hm. Die Trilogie kannst du kaufen für, kostet glaube ich zusammen ein Fuffi. Ja, den ersten habe ich tatsächlich auch Remastered gekauft. Genau. Weil ich es echt mal wieder spielen wollte und irgendwie. Ja, jetzt wirst du dich vielleicht ärgern, weil es gibt die Collection für ein Fuffi für alle Plattformen. Komischerweise, das Pricing ist etwas seltsam. Die Einzelteile kosten nämlich einzeln 30 Euro. Das heißt, wenn du dir nur 2 Spiele davon kaufen willst, ist es schon teurer als die gesamte Collection zu kaufen. Und wir verzichten jetzt heute auch drauf, nochmal Teil 1 zu spielen, weil das habt ihr im Zweifelsfall ja alle schon gesehen in der Remastered-Version. Genau. Und gucken mal in Teil 2 und 3 rein. Von mir aus, Simon, kannst du gerne anfangen mit Spielen, weil ich kann immer so schlecht reden und kein Problem. Spielen. Ich, hast du eine Beziehung zu den Teilen 2 und 3? Ja, ich wollte gerade anfangen. Soll ich Fortsätze machen? Nee, kannst du einfach von vorne anfangen. Oder was wollen wir? Also ist das der zweite jetzt? Das ist der zweite, ja. Okay. Ja, aber Fortsetzen ist vielleicht ganz gut. Es gibt doch keinen Spielstand. Okay. Ja, also ich meine, dadurch, dass wir bei Giga schon sehr früh mit den Yearlies in Kontakt waren. Also Gary, was darf sein? Soll ich das? Soll ich wegdrücken oder was? Ich erzähl später. Ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit LA. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. 3 weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Diese Musik, die man im Hintergrund schon hört, ich liebe die. Haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit könnten Transportwege wurden gesperrt. Selbstversuch. Der Benzinpreis wurde die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder fahren. Wo ist unser Militär? Auch nicht anders, als wenn man heutzutage ein bisschen rumsäppt. Habe ich eher lustigerweise, als das mit den Benzinpreisen eben war, was ja auch gerade so ein wichtiges Thema ist, habe ich gedacht, ey, alles, was man da sieht, könnte jetzt einfach auch echte Nachrichten sein. Also Benzin auf jeden Fall, hundertprozentig, wie sie gerade wieder alle abgehen. Wie teuer es auch geworden ist, unfassbar. Ich bin mittlerweile auch so einer, der die Heizung schon wieder so runterdreht. Ich denke mir, ach, friere ich vielleicht lieber ein bisschen. Aber einfach keinen Bock mehr. Naja, was ich kurz sagen wollte, während hier ein bisschen Backstory natürlich passiert, aber ich muss ja meine Story auch unterbringen. Bei Giga waren dann oft die Yearlies schon ganz früh zu Gast, weil wir Far Cry so gefeiert haben und Giga Games halt schon recht groß war und dadurch hatte man immer so einen direkten Draht und ich weiß noch, dass Patrick Papst, der damals den Max-Bereich gemacht hat, da wirklich extrem mit denen abgegangen hat immer. Und dadurch haben wir auch recht früh immer so Modelle bekommen, Videos von irgendwelchen Tests, die sie hatten. Und das war immer sehr spannend. Also, damals war das ja noch nicht so, dass man so wie heute frisch dabei sein konnte, während jemand irgendwas entwickelt. Du siehst die Sachen, während sie entstehen. Das war früher eben nicht so. Und das war mega flashig. Und dadurch haben wir Far Cry und Crysis haben wir so ein bisschen verinnerlicht, als so Teil meiner DNA, weil das eben irgendwie immer schon so mit meinem Werdegang auch verbunden war. Und ich habe auch ein mega langes Interview mit den Yearlies geführt, für irgendwie 2,5 Stunden. Und davon haben wir wie immer so 2 Schnipsel genommen, ne, für Game One oder so. Es ist sau lustig. Ich auch nur für Game One gemacht, einen von den Interviews. Ich glaube aber zu Warface, das war so ein Free-to-Play-Shooter. Ja, das war dann, als sie versucht haben, irgendwo wieder Fuß zu fassen. Ja.
weil sie so ein bisschen den Fokus verloren haben. Aber das war die Zeit, als Crysis 2 rauskam, als das schon noch präsent war, als es schon noch eine Marke war, sag ich mal. Ja, dass der zweite Teil final rausgekommen ist, der Anfang 2011 dann. Ich erinnere mich, das war schon Game One-Zeit. Also auf jeden Fall war es auch meine Game One-Zeit schon. Und der Dreier, den wir nachher spielen, 2013. Natürlich ist hier für viele auch zum ersten Mal die Möglichkeit, das Spiel in einer guten Qualität zu spielen, ohne dass es ruckelt wie Sau oder dass irgendwas runtergerechnet wurde, weil das war natürlich ein sehr aufwendiger Titel. Eigentlich der Titel zu seiner Zeit, ja, mit dem man, sag ich mal, Benchmarks hat laufen lassen. Bei dem 2er und 3er hat sich das schon so ein bisschen verschoben dann, weil der 1er war ja immer so ein Benchmark für, es gibt eigentlich keinen PC, der das laufen lassen kann. Und bei 2 und 3 haben sie schon ein bisschen darauf geachtet, dass das Spiel auch auf PS3 und Xbox 360 laufen konnte. Das hat dem Spiel nicht gut getan. Das hat den Konsolenversionen nicht so gut getan. Die waren damals nicht so stark. Hier jetzt, um auf die Frage mal einzugehen, was wir hier spielen, ist die Xbox Series X Version. Das heißt, da läuft es in bis zu 4K und 60 Frames, genau wie auf der PS5. Und du hast auch eine Menge, also Sachen wie Charaktermodelle, Texturen, Beleuchtung, das ist alles neu. Es gibt natürlich nach wie vor ein paar PC-exclusive Sachen, also DLSS zum Beispiel oder auch echtes Raytracing, hat nur die PC-Version. Die Konsolenversionen haben sowas so Screen Space Reflections, um sowas ähnliches wie Raytracing zu erzeugen, was aber nicht ganz so hochwertig ist dafür, aber eben bis zu 4K und 60 Frames läuft schon sehr nice und wir werden nachher auch noch sehen, gerade Teil 3 sieht echt auch noch gut aus für ein Spiel, was auch schon 8 Jahre alt jetzt ist. Was ich jetzt gesagt habe, gilt natürlich primär für diese Version. Die Switch-Version, die es auch gibt, da ist eine Ziel-Framerate von 30 Frames und ihr spielt das in 720p im Handheld Modus und bis zu 900p, wenn ihr es dockt, spielt. Aber da müsst ihr euch einfach drüber im Klaren sein, das ist natürlich kein, oder sind keine Spiele, die mal für die Switch gemacht wurden. Da macht man ja, das stimmt. Abstriche. Aber die Switch selbst ist ja an sich auch mittlerweile recht stark. Also ich meine, die ist schon gar nicht so schlecht manchmal. Aber es ist halt, wäre auch, also wenn dasselbe Spiel auf allen Sachen laufen würde, mit demselben Inhalt würde ich mir schon Frage stellen, warum ich mir dann PC kaufe. Das oder ist so richtig. Aber dass es läuft, finde ich schon geil. Ich fand schon Witcher krass, dass es läuft auf der Kleinen, ne? Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Aber dazu muss man sagen, es ist auch nicht so hundertprozentig flüssig, Witcher. Nee, das finde ich auch. Das macht Zweifel habe ich lieber ein Spiel gar nicht oder richtig schlechte Grafik, aber ich will es flüssig haben. Ja, verstehe, was du meinst. Das reißt mich, gerade bei so offenen Weltspielen, reißt mich das immer sehr raus dann auch. Ja, du hast einfach konstant, ist es scheiße. Also es ist nie toll, wenn es ruckelt. Da kann es noch so doll aussehen. Ja, und ich glaube, das Spiel hat auch ein bisschen. Also beim zweiten jetzt sehe ich das Problem. Es wird immer so krampfhaft auch versucht, alles so aus der Ego zu erzählen. Scheinbar. Aber manchmal, weiß ich nicht. Naja, wobei, nee, sie hatten jetzt auch Cutscenes, ne? Aber man sieht oft nicht, was vor sich geht. Mhm. Das meine ich so. Man sieht nur irgendwas. Greifen jetzt hier Aliens an? Ist es das? Nehmen wir an, ja. Aber meistens ist ja die Crysis-Idee ja auch, dass man, dass so mehrere Einheiten miteinander kämpfen und dann kommen noch Aliens. Ja, stimmt. So war das ja bisher immer so. Und dann haben sie das Paradies eingefroren, also von Far Cry mit diesen Strahlern und so. Das sah auch geil aus. So die eingefrorenen Dschungellandschaften. Das war auch ein cooles Feature. Und dieser Anzug, finde ich persönlich, ist immer noch eine coole Idee. Ich habe nur gerade beim ersten Teil echt Probleme gehabt, das dann auch wirklich zu benutzen, dieses Umstellen zwischen jetzt bin ich stark, jetzt will ich irgendwie schnell rennen und springen, jetzt will ich irgendwie einen guten Schutz. Das macht ja auch das neue Star Wars, macht sowas ja auch in der Art. Ja, stimmt. Das, und es ist wichtig, also tatsächlich, es ist wichtig, dass man da hin und her schaltet. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Immer ein bisschen ruhig. Ah, okay, da sind wir jetzt auch im Intro, okay. Ja, das ist der besagte Anzug, der so ein bisschen, ich finde, der hat sehr viel von dem Master Chief, also wie heißt das Ding, der Mjölnir-Anzug. Ja, stimmt. Das ist ja im Grunde ist es dasselbe wie der Mjölnir, könnte man sagen. Nur, dass beim Master Chief noch so, oder bei den Spartans eben noch so diese Schutzplatten drüber sind. Mhm. Aber im Grunde ist die Basis auch so ein Muskelanzug, der einfach alles verstärkt und schnell agiert. Finde ich irgendwie interessant. Ja. Also, weil irgendwann gibt es sowas ja vielleicht dann wirklich. Irgendwelche Klamotten, die smart, die für dich lenken oder smarter sind als du und schneller reagieren können. Wenn es das geben würde. Ja, von Nike oder so. Wenn das abnehmen würde, ja. Ja, die dann noch verboten werden, wegen, also weil du halt, das ist wie Doping, wenn du so eine Jacke trägst oder so eine Hose. Das ist gut, wenn wir mal alt werden.
wenn wir mal 80 sind, nicht mehr richtig laufen können, hast du vielleicht so eine Jogginghose. Ich glaube, du kannst auch mal wahrscheinlich ja. über A das jetzt skippen. Ey, ich gucke es mir aber doch gerne an, muss ich sagen. Irgendwie gucke ich es mir gerne an. Auch hier wieder, Trant würde sich so freuen über all diese Future-Knicke oh, ja. und hier die Wabenstrukturen. Chat sagt gerade jemand, der Nanosuit kostet ca. 1 Milliarde Dollar. Naja, er kostet nicht auch so ein richtiger Helikopter, kostet doch auch wahnsinnig eine viel. Milliarde, nicht eine Milliarde, nein. Aber so ein Jet, ich wette, so ein Stealth-Bomber kostet mehr als 1 Milliarde. Ich glaube, der kostet 1,2 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, also, aber das sind halt die Dinger, wovon sie auch nur 10 bauen und da dann Atombomben reinlegen, weil es einfach nur dann lohnt sich's. Und dann darfst du die ganze Scheiße nie benutzen. Kein Wunder, dass das Militär immer Ärger haben will. Weil du hast den Scheiß, du baust ihn, ja. du kannst ihn nie benutzen. Das okay, macht einen doch wahnsinnig. Du musst trotzdem die ganze Zeit Steuerversicherung dafür bezahlen. Was ist wohl die Versicherung für eine Atombombe? Ja, im Marder fressen die die Kabel kaputt. Hey, allein das. Ich wette, wenn du das Ding dann benutzen willst, ist irgendein Scheißkabel von einer Ratte durchgenagt ja. und du jagst dich selbst in die Luft. Die letzte Chance für uns alle. Ach genau, im zweiten hat man doch das Bewusstsein von dem eigentlichen Hauptcharakter übernommen. Also nicht nur den Anzug, meinst du? Du meinst Prophet. Hm? Ja, ich hab ganz ehrlich die Story nicht so wirklich. Ich hab das auch nicht mehr richtig präsent. Aber interessant, so quasi, dass er uns den Anzug gibt. Und wir sein Leben weiterleben. Nicht sein Leben, aber immerhin seine Willkommen Aufgabe. In der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Man kann ihn nicht mehr ablegen. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht das Spiel endlich los. Das ist schon ziemlich crisp. Also man sieht schon, dass da irgendwas verändert wurde an den Texturen, würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht spielen wir denn wirklich die richtige Version? Ja, oder? Ja, ja. Okay. Nicht, dass wir irgendwie ja, das ist genau peinlicherweise, aber das sieht schon hier alles anders aus. Ja, falls da jemand genau sich das gerade noch fragt, das war bei dem ersten Remastered so, also bei dem Remastered von Teil 1, dass es verschiedene Qualitätsmodi auf den Konsolen gab. Das haben sie hier jetzt weggelassen. Es gibt quasi nur einen Modus und der passt sich halt dann dem an, auf welcher Konsole du das spielst. Auf den älteren Konsolen läuft es nicht so, wie es auf PS5 und Series X dann läuft. Ich finde schon, weil sie auch direkt versucht haben, ja alles zu zeigen, was man so kann. Hier noch eine Lampe hingelegt und so ein Lichter. Die haben schon versucht, auch die Engine zu pushen. Wundert mich übrigens, dass das nicht geklappt hat, so richtig. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Engine an sich doch eigentlich echt geile Grafik produzieren kann. Ja, ich glaube, dass sie halt damals gerade für die Konsolen zu der Zeit halt zu fordernd war, weil es halt echt auf den Konsolen nicht so gut lief. Du meinst, das war am Ende so ein bisschen der Genickbruch vielleicht. Alter, was hat der denn? Ist das aus dem raus, ja, oder ja, aber oben rum? Ja, glaube ich, vorher mal drin, aber es zuckt noch ein bisschen, glaube ich. Ey, ich habe das heute schon dreimal erzählt, ich muss noch mal erzählen. Ich hab ein GIF gesehen von einem Kamel, das hat den Magen, Magen gewesen sein, ausgekotzt, warte. Und ein bisschen hängen lassen, so ein bisschen baumeln, ein bisschen Luft und so, und dann wieder eingezogen. Und dann stand dabei, dass die das wohl häufiger machen. Ernsthaft? Did you know this? Einmal so nach außen gekehrt und dann wieder reinge... Ey, ich dachte, okay, ist tot. Tot, Ende. So, kann man schon direkt hier so das Kamel-Cover, so ein schwarzes Cover einfach übers Kamel drüber. Nee, war dem Kamel so eigentlich egal. Dazu hab ich mich abgehangen mit dem Magen draus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ey, das hat's wieder eingeschluckt. Und das war wirklich der Magen? Also, um ehrlich zu sein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, machen Kamele, aber andere sagen, es geht nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es der Magen war. Vielleicht war es irgendein anderes Organ, aber es war so ein richtig dicker Klumpen. Bei jedem Organ ähnlich schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber vielleicht muss er irgendwie durchgepasst haben durch den Hals oder wo auch immer das. Nee, offensichtlich also es wirkte nicht für ihn, das mehr wird. Also es kam mir nicht sehr derbe anstrengend vor. Ganz schlimm. Ganz schlimm, sage ich nur. Es gibt Dinge in der Natur, die sollte man einfach nicht wissen. Okay, ich benutze den Laptop. Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Viruzide zeigen von der Manhattan-Virus, ich erinnere mich. Okay, Moment, wo will ich weiter da?
interessant war ja auch, dass man alles immer so greifen und werfen konnte. Ja, stimmt. Und gerade wenn man auf sein Power-Level quasi hochgestellt hatte, hier rechts sehen wir es ja gerade, die einzelnen Einstellungen, habe ich jetzt nicht. Aber dann konnte man auch jemanden wirklich tot werfen mit so einem Ding. Erinnerst du dich noch dran, der erste Teil? Ah, guck mal. Warm, Junge! Das war schon das so ein bisschen Open-World-mäßig, oder? Teil 1? Ja, der erste hatte diese, wie heißt es? Wie so eine Ecosphäre, so eine große Glaskuppel, genau, in der sich dann alles abgespielt hat. Und dann kamen natürlich später die Aliens dazu mit ihren komischen, die ein bisschen aussehen wie in der Matrix. Diese Roboterwesen mit den Tentakeln. Und ja, es war im Grunde halt Open World mit Gegnern und Aliens, also menschlichen Gegnern und Aliens. Es war wirklich ein bisschen wie Far Cry, einfach nur, sag ich mal, mit einer tighteren Story. Ja, und vor allen Dingen technisch. Es ist lustig, also, ne? Die haben sich auf der einen Seite, hat sich Far Cry erst nach außen entwickelt und hat dann die Story wieder draufgepackt und Crysis hat irgendwie versucht, die Story so ein bisschen und den Anzug in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde aber leider, und das meine ich jetzt auch nicht böse, aber also ich finde weder Far Cry noch die frühen Far Cry noch die Crysis hatten jemals eine gute Story. Irgendwie, mich hat's nie abgeholt. Nö, bei den frühen Teilen würde ich dir da recht geben. Also, ich meine, der erste Teil ist de facto, du stürzt ab oder irgendwas, oder dein Boot ist kaputt oder so, und dann bist du auf der Insel und dann bist du zum Revolutionär und bringst am Ende alle um und bist halt in allem krass und es gibt auch noch eine Frau, auf die du, glaube ich, scharf bist. Also wirklich, der Bodensatz der Story, die man so gerade so noch als Story erklären kann, wirklich, da hatte schon Half-Life oder so, hatte viel mehr und das war halt viel, viele Jahre vorher. Stimmt. Was ich sagen wollte, ich glaube bei dem zweiten und dritten, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe die auch beide durchgespielt damals, das ist nicht mehr so eine richtige Open World, das sind so kleine Sandboxen so nacheinander, wo du verschiedene Wege hast durchzugehen, aber im Grunde hast du schon immer ein vorgegebenes Ziel, wo du hingehen sollst. Auch lustig, weil das natürlich alles Sachen sind, die heutzutage fast schon Standard sind, dass du in irgendeiner Form die Gegend scannen kannst. Ganz egal, ob es sinnvoll ist oder nicht in dem Spiel. Ist ja bei Dings auch so Far Cry mit dem Handy, wo du alles so markieren kannst. Ist aber mega praktisch auch. Bei dem neuen jetzt auch, meinst du, ne? Das neue, ja. Auch, na ja. Ja, da gibt es ja eigentlich keinen Sinn, weil man ja kein Scan-Equipment hat, aber in dem Fall macht man es einfach, weil es angenehmer ist und man nutzt das Handy, was ist eine ganz gute Erklärung irgendwie. Gibt bestimmt auch bald Handys, die das können. Die können es alle schon, aber du darfst es nicht einsetzen. Das sind die verbotenen Apps. Was? Wo? Ja, hat er mich denn jetzt... Mich ist auch gerade gefragt. Das war eher so ein Querschläger, der wollte gar nicht mich treffen. Doch. Ich bin heute wieder richtig gefährlich. Warum habe ich nur diese kleine Kackpistole? Kannst du schon von denen gleich eine Waffe mitnehmen? Da bin ich aber ich glaube, die sind so wahrscheinlich so DNA gechippt oder irgendwas. So würde ich das machen. Dass da keiner ran kann. An meine Susi. Hast du gesehen? Blind feuern. Das darf aber nur der Spieler. Oh Gott, ich werde nie Far Cry Instincts vergessen, für welche Nintendo-Konsole war es? Für die Wii war das, glaube ich. Für die Wii, genau. Das ist wirklich eine Beleidigung, dieses Spiel. Boah, das habe ich ganz verdrängt gehabt, dass es das jemals gab. Aber ich weiß noch, wir haben das ja so gehatet und ich habe da so einen Rant-Beitrag dazu gemacht. Und das war noch ganz am Anfang, wo wir uns kaum was getraut haben und irgendwie alles an MTV vorbei musste, aber das fanden dann alle sau lustig und das war auch einer der beliebtesten Beiträge auf YouTube und so für eine Weile. Kann man sich mal gucken, Far Cry Instincts. Ist halt heute natürlich scheiße. Also so Ende der 2000er rausgekommen sein. Ja, da war einfach alles schlecht. Na, du verbrauchst jetzt unten rechts quasi diese Energie, solange du getarnt bist. Unten rechts, achso, ich dachte. So, wie ist denn? Ah, okay. Knack. Alter, plötzlich ist das Visier vorne. Das soll doch so nicht sein. Könnte ich sie jetzt nicht nochmal scannen irgendwie? Oh, das will ich nicht.
Tarnfeld aktiviert. Ja, nichts passiert. Alles gut. Die machen immer noch in allen Spielen dieselben Fehler, sich immer neben die roten Container stellen. Hören Sie, ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Das sind überhaupt da welche hinstellen. Ja, auch der. Ja. Weiß aber nicht welche, aber die habe ich schon häufig gehört. Auch der, die von dem Charakter eben im Intro, das ist so eine ganz bekannte deutsche Synchronstimme. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man das ja aus deutschen Landen so ein bisschen gelenkt hat und dann wahrscheinlich von Anfang an sich gute Synchronsprecher gesucht hat. Der größte Fehler ist immer noch, dass sie Til Schweiger die Lizenz gegeben haben, weil Far Cry und Boll halt. Der Film, weil das hätte echt was werden können. Also zu seiner Zeit, ne, hätte man daraus schon einen guten Standardfilm machen können. Stattdessen war es ja eine absolute Beleidigung. Die haben einfach kein Glück gehabt manchmal. So, ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen mehr noch so meinen Anzug benutzen. Ich versuche aber gerade rauszukriegen, wie kann ich das nochmal umstellen. Digital links, Scarab, da sieht man es ja, aber was kann genau... Kann natürlich gut sein, dass der Anzug jetzt noch nicht mehr kann zu Spielbeginn, ne? Ja, das kann auch sein. Wahrscheinlich muss ich mich erst mit dem Anzug so ein bisschen anfreunden. Tritt! Oh, ging gar nicht. Ich wollte treten. Wenn ich gar keine Waffe habe, heißt das dann... Dann schlägst du... Ach so, dass er tritt. Frage. Ich würde gerne mal auf einen zurennen und ihn wegtreten ins Nichts. Den Megatritt? So. Ich finde aber gut, dass sie immer noch wissen, dass ihre Engine auch super funktioniert mit Bäumen und Palmen und jetzt in dem Fall natürlich so ein bisschen eben Bäume statt Palmen, aber dass sie schon den Level auch so bauen, dass dann man immer ein bisschen grün sieht. Und gibt es hier nicht auch später diese zusammenbrechenden Wolkenkratzer und sowas? Ja, ist die Frage, ob das beim zweiten oder beim dritten Teil ist. Ich habe den dritten Teil eher noch. Werden wir uns auch noch angucken, oder? Ja, genau, das machen wir in der zweiten Stunde. Der hat. Ist schon anders, obwohl die nicht so weit auseinander lagen zeitlich und auch für die gleiche Konsolengeneration rausgekommen sind. Der dritte ist linear, oder? Wenn ich mich nicht so. Der dritte ist vor allen Dingen, sieht der schöner aus. Kann ich hier rein? Geil. Okay, das war nicht so smart, aber jetzt kann mich ja trotzdem keiner kriegen. Vorsicht! Tja, in Halo wäre er jetzt gesprungen. Ey! Das gibt's doch nicht. Muss ich hier manuell drücken? Ich glaube, Muster, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, ne? So eine Scheiße! Also, du musst das probieren, damit er sich einen neuen Zielpunkt sucht. Hat er jetzt, glaube ich, schon gemacht. Ja, okay. Das war echt dumm. Oh. Ja, da habe ich jetzt auch echt richtig Kacke. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Ja, ich glaube, es war prinzipiell richtig. Du musst einmal versuchen, da zu drücken und dann sagt er, es ist zu und der zeigt den anderen Zielpunkt an. Okay, rutschen. Damals auch noch relativ neu, ne? Stimmt. So, jetzt muss ich aber gerade erstmal alles checken. Ich würde gerne nochmal die Unsichtbarkeit einstellen. Per B. Ja. Danke. Ich hätte dich gerne für jede Art von Spiel, so als kleinen Einflüsterer. Einen kleinen Fabian im Ohr. Was? Shit, die sind aber auch schon sehr schnell dabei, so, ne? Ich hab zur Vorbereitung auf den heutigen Slot mal kurz in beide Teile reingespielt und hab's auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad gemacht. Das ist deutlich schwieriger jetzt, wo du es hier spielst. Ja, ich habe halt einen höher gedreht. Ja, aber ich habe mir wirklich nur durchgerannt, um mal reinzugucken, mir die Steuerung anzugucken. Ich bin ja jetzt auch wirklich gerade nicht sonderlich gut. Okay, ich weiß halt, ach, Karte, da unten ist ja die Karte, okay. Ich will jetzt extra mal nicht so viele Kämpfe anzetteln. Oh, das ist auch interessant. Da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt, ne? Viele Leute fehlen. Mhm. Aber auch schon so verwittert, also es ist schon alles so ein bisschen egal. Schon. Komm, Digga, kannst du mal bitte jetzt hier umfallen? Das kann ich überhaupt nicht leiden, so Charaktere, Gegner, die denken, sie wären der Hauptcharakter.
das macht mich auch so wütend, wenn andere irgendwelche Spielfiguren, gegen die ich eigentlich kämpfe, wenn die anfangen, sich zu heilen. Mhm. Ach, war schon wieder. Darf nur der Hauptcharakter. Ja. Du musst, glaube ich, jetzt dadurch diese Schächte durch. Entschuldigung, ich muss mal kurz, welche Schächte? Nee, ich meine diese Gänge. Okay. Ich kann sicherlich auch noch ganz irgendwie hochklettern oder irgendwo springen und weiterkommen. Also meistens gab es hier immer mehrere Wege. Natürlich, da wo die Leute sind, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, Simon, was die große Attraktion noch im dritten Teil war? Das hatte ich auch komplett vergessen, bis ich es angefangen habe jetzt wieder. Im Hinblick auf die Waffen. Vielleicht gab es da halt irgendeine krasse Waffe, ne? Also ich meine, natürlich, ich sag's ja gerade, aber sowas wie den Eineiser oder so, aber das war's. Einen krassen Bogen gleich am Anfang. Stimmt, diesen Tech-Bogen. Der Tech-Bogen, ja, Mann. Ich glaube gerade auch, ich bin mir gar nicht sicher, diese Kuppeln waren, das war das Teil 3? Das könnte auch sein. Den ersten mit dem dritten, das kann nämlich sein. Jetzt mal benutzen. Also, weiß jetzt gerade, ich bin gleich gespannt, wenn wir den dritten sehen, welchen Teil ich denn jetzt eigentlich gespielt habe. Also gespielt habe ich sie alle, aber gemocht. Drück doch. Denn teilweise sollte ich einfach lesen, was da steht. Nähere dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie gerade in Kalifornien leben. Aber da täuschen Sie sich. Zaunfeld aktiviert. Aktivitäten in den gesamten Vereinigten Staaten betreffen in den letzten 3 Jahren. In denen man Zaunfeld aktiviert. Kannst du das aktiv unten beeinflussen, dass hier steht Panzerung, Energie und Stealth? Oder richtet sich nur das danach, dass da jetzt Stealth steht, weil du unsichtbar bist? Ja, wenn ich wegdrücke, geht's. Ach so. Ja, aber ja, ich kann da nichts. Hier, siehst du ja, ich habe hier auf Scarab jetzt umgestellt. Mhm. Das sind diese Stufen. Ich habe also Stealth und Scarab und oben. Was ist oben? Ja, weiß nicht genau, was der. Ich sehe jetzt den Unterschied nicht so direkt. Aber, ach nee, genau, das war auch nur der Visor. Nee, Scarab ist die Waffe. Ja, genau. Die ganze Zeit. Ich dachte, das wäre der Modus dieser, weiß ich, das wäre ein Name für diesen Modus, aber das ist Quatsch. Ja, sorry, wenn ich hier. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich später noch Verbesserungen für Panzerung in Energie aktivieren und dann leuchten die halt unten. Also, was mich verwirrt, ist auf jeden Fall, dass ich eben aus dem ersten Crisis eigentlich noch sehr kenne, dass man eben wirklich Zugriff auf seinen Anzug hatte und da hin und her schieben konnte und das eben teilweise dann auch schnell mit Shortcuts ging. Hier weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das machen kann. Ich muss mal ganz kurz hier meinen schlauen Notizzettel zum Spiel lesen, weil jemand berechtigterweise eben gefragt hat, ob es auch die Multiplayer-Titel beinhaltet. Und ich glaube, dass es nur die Singleplayer-Kampagnen sind, dass es keinen Multiplayer gibt. Guck mal, das sieht auch schon immer noch gut aus. Und gerade jetzt im Remaster noch mehr. Es macht wirklich diese Crispness so ein bisschen aus. Dadurch sieht es irgendwie noch sehr modern aus, ne? Total. Es hat was sehr Scharfes. Ist das einfach nur die Auflösung? Oder ich meine, du musst doch die Texturen dafür wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten. Ja, also ich glaube nicht, dass man hier irgendwas generell neu komplett gebaut hat, sondern dass man halt überall mal rangegangen ist und das modernisiert hat. Ich denke eher so automatisiert über alle Texturen mal so einen feinen Schliff drüber gehauen. Oder vielleicht hatten sie die Originaldateien und haben die neu aufgelöst, irgend sowas. Das ist ja, hängt ja immer davon ab, was die Leute, welche Festplatten noch übrig sind. Mhm. Also sie haben wohl. Beim ersten Remastered gab es viel Kritik dafür, dass die Performance schlecht war. Und das haben sie wohl jetzt versucht, hier zu verbessern. Und wohl auch mittlerweile das Remastered vom ersten Teil ziemlich gepatcht nochmal, damit das besser läuft. Das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben sie die Marines mitgebracht. Finde den Eingang zur U-Bahn. Da, wo das Licht ist vielleicht. Oh, eine kleine Freiheitsstatue. Einfach geklaut. Looting. Lootering. Loitering. Wie heißt das? Also ich glaube Loitering. Ach, da hoch, ne? Ich glaube, es funktioniert ebenso, wenn ich jetzt Sprung länger gedrückt halte, springe ich halt einfach hoch. Ah, ne, siehst du, jetzt habe ich eine Ente. Jetzt hast du den Panzer. Das suche ich wirklich die ganze Zeit schon. Ah, du bist quasi unverwundbar kurz dann. Panzermodus verbraucht Panzerenergie. Die
Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Wie sie dich auch direkt neben die explodierenden Fässer gestellt haben, auf die. Das haben die jetzt aber. Das hat mich doch so gemacht, um mir zu zeigen. Ja. Weil ich dachte, ich darf das jetzt nehmen und werfen. Und dann in der Luft schießen. Das ist der Klassiker. Superhelden-Move. Hier noch irgendwas auf der anderen Seite. Ah, komm, nehmen wir mal eine. Kommen jetzt die einstürzenden Hochhäuser? Nein, das dauert, glaube ich, noch. Wenn es überhaupt nicht. Ich denke auch, das dauert alles. Das sind ja so die spektakulären Trailer-Szenen, die hebt man sich auf. Das ist natürlich auch eigentlich ganz cool, ne? So dieses Belauschen und dadurch Informationen bekommen. Wie gesagt, heute alles ganz normal. Damals war das halt alles noch relativ cool und neu und innovativ und irgendwie einfach was anderes. Habe ich eigentlich Granaten? Ach, egal. Das ist eine gute Frage, ob man Granaten hat. Normalerweise wären die ja immer auf RB, aber da ist ja dein Anzug, Anzugsding. Energie habe ich noch. Shit. Okay, jetzt wird's eng. Ah, da ist ja gar kein Durchgang. Wo lese ich denn eigentlich generell die Energie ab, die wir noch haben? Also kannst du mir gleich mal sagen, wenn du hier überlebt hast. Das würde natürlich implizieren, dass ich weiß, wo es ist. Ich würde sagen, links neben der Map. Da sind so rote. Meinst rechts daneben? Aber also rechts neben der Map auf der linken Seite. Ich weiß nur nicht genau, warum es dann rot ist, weil ich bin ja so gut, dass ich ja eigentlich nie getroffen werde. Dadurch kann es eigentlich nicht sein. Oh, hier, das zur Ecke rauslehnen. Na, es funktioniert nicht so hundertprozentig. Aber es geht. Auf der Karte, ja, doch, du ist hast, glaube ich, recht. Und dann, weil jetzt geht's wieder runter. Ah! Was? Alter, was hast du denn gemacht, Digga? Das hätte er sich sparen können. Kannst auch runter. Der hat mich wahrscheinlich gesehen, oder wie ich da runtergehe. Oh, jetzt bin ich auch noch dummerweise in den Strom rein. Ich habe übrigens heute, weil ich es nicht wusste, Tormented Souls für Morgen After Dark eingespielt. Oh, das habe ich hier, als du mal nicht da warst, mit Gregor mal gespielt. Ja, dummerweise habe ich das danach erst gemerkt. Ich habe so eine Stunde gespielt. Wie fandest du es so? Ich sag mal, also, Gregor und ich fanden bestimmte Sachen richtig gut und andere Sachen aber auch richtig scheiße. Die Ladezeiten sind unfassbar schlecht. Ja, noch die Kämpfe sind sehr und die Kämpfe sind ein bisschen hakelig und steif. So. Ja. Aber ansonsten sieht's cool aus. Atmo war ganz auch die cool. Rätsel sind cool, die Art, wie es so gebaut ist, fand ich so. Aber es ärgert mich tierisch, dass ich das jetzt noch mal gespielt habe, liebe Leute. Wenn ihr könnt also morgen. Aber ich habe noch was anderes eingespielt. Das macht nichts. Das war auch hier ein bisschen chaotisch, weil ich glaube, nach 5 Minuten ist mir gleich bei Twitch gebannt worden damals wegen dieser Badewannenszene. Ja. Oh ja, ich habe direkt gespielt nach. Ich habe direkt Anton angehauen, dass er doch bitte mal irgendwas über die Brüste drüber legt. Das hat er bei dem anderen Video auch schon gemacht. Kann er? Ja, meint er auch, er kann das einfach wiederverwenden. Ja. Aber es ist kein schlechtes Spiel, Tormented Souls. Also wirklich, ich war auch positiv überrascht. Ich habe das so gehört als Alter, die hängen hier rum, ne? Einfach so und kotzen sich alles aus dem Leib. Wie so Kamele. Ja. Das wirst du aber jetzt nie wieder vergessen. Ich schicke das Gift. Glaub ich fürchte leider auch. Sehr furchtbar. Kennst du C2 Killer Insekt? Oder im Englischen Tick? Das ist so ein alter Film. Ein Fiction-Film? Wie bitte? Ist das ein alter Horrorfilm? Ein alter Horrorfilm über riesige Zecken. Ah, Ne? Und direkt hat man Bilder im Kopf und findet es furchtbar ekelhaft. Oh, genau so ist es auch. Schlimm. Nicht wirklich. Wenn du einfach die Sporttasche ins Gesicht wirfst. Ja, mach ein bisschen Sport, Mann. Wie siehst du aus?
Geh ich mal waschen. Also wirklich, wer will, guckt sich mal C2-Killer-Insekt an. Ich habe immer noch Albträume von dem. Da, ne? Kann das sein, dass ich hier runter soll? Ja. Ah, ja. Das ist meine Schabe. Es ist ein Nest. Raus da, Prophet. Finde eine Alternativroute. Na gut, ich habe ja eh den Anzug. Ich habe gerade auch, weil es eben im Chat jemand geschrieben hat und dachte, es jetzt gerade auch an der Stelle, man kommt sich so ein bisschen klein vor in dem Spiel, oder? Kann das sein, dass manches von der Umgebung oder so irgendwie groß aussieht? Also wenn ich das mal als Vergleich nehme, das Geländer, dann hast du quasi den Typen in seinem Anzug, der gerade so mit dem Kopf übers Geländer gucken kann. Ja, gut, du stehst doch nicht auf der... Naja, aber guck mal, es ist ein bisschen komisch, die Perspektive, stimme ich dir zu. Und ja, lieber Chat, Rack Attack ist einer meiner schlimmsten Albträume. Ich war im Kino, ich bin auch nicht rausgegangen und so, aber der ist schon ziemlich ekelhaft. Schlimmste sind diese Bodenfallenspinnen, wo die Leute laufen und dann kommen diese Klappenspinnen aus dem Boden und ziehen sie rein. Das ist sowas von furchtbar. Ich hab so eine krasse Angst vor Spinnen. Ich fand den Film aber einfach nicht sonderlich gut, glaube ich. Nee, der ist scheiße, ne, leider. Wie ist der Hauptdarsteller nochmal? Weiß nicht mehr, wer das war. Das war der von Scream, oder? Der hat doch da mitgespielt, oder? Den kannst du dir mal angucken. You can't kill David Arquette. Das ist eine geile Doku über seine Wrestling-Karriere. Hat mir Sandro empfohlen. Ist gut. Das ist Hammer. Ist wirklich gut. Ich drück mal weiter. Ja, das ist immer so die Story bei diesen Spielen. Also gerade jetzt hier, das ist zu vernachlässigen. Gerade in so einem Let's Play, wie wir es jetzt hier machen. Hier würde ich jetzt wieder sagen, so bei diesem Büro-Innenausstattung siehst du schon, dass das Spiel ein bisschen älter ist. So. Da könnte Beleuchtung und sowas alles noch ein bisschen besser sein. Ja, stimmt. Ich dachte, gerade da hätten sie was gemacht. Aber schon mal nicht. Oh ja. Ja, aber die Auftritte der Aliens und so, das ist schon irgendwie immer cool. Schon ein ganz gutes Alien-Design. Weil es hier gerade nochmal gefragt wurde, sag ich es nochmal, ist die Series X-Version, die wir hier spielen. Oh oh. Das jetzt umfällt? Overflight 6 und 7. Ihr Abschuss ist bestätigt. Stellung halten. Ihr kommt. Selten, dass es mir irgendeiner schafft, so ein Alien dann auch in Filmen und Spielen abzuschießen. Meistens haben die ja nie auch nur die simpelste Schnitte. Das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Ups, falscher Modus. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Das ist die Gelegenheit, die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Prophet. Auch hier nochmal, sag ich es noch einmal kurz, weil im Chat jemand fragt, ob es am PC unterschiedliche PC hat. Zum Beispiel, wenn man eine richtig gute Grafikkarte hat, Raytracing oder auch DLSS-Support. Das sind Sachen, die in den Konsolenversionen natürlich nicht drin sind. Das heißt natürlich, sie sind nicht drin. Hä? Beim Springen? Das ist ein mega Gleiten aus. Nee, aber geil. Okay, ich muss irgendwie nochmal woanders hin. Muss vielleicht noch weiter hoch irgendwie? Ich denke, das ist es irgendwo hier. Ist ja so ein Parkhaus, da geht es sicher weiter hoch. Ne? Oh. Shit. Mann, ich will doch nur mal jemanden. Oh. Geil. Ja. Hey, wer ist denn gefahren? Gar keiner. Nö. Kannst du das Auto auch noch fahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich kann es nicht. Mega treten. Ey, jedes Spiel sollte so einen Megatritt haben.
Chat sagt, Simon macht das gar nicht mal schlecht. Naja. Ist das schön? Naja. Passe deine Waffe neuen Kampfsituationen an. Schraubenschalldämpfer. Okay. Stimmt, das war das. Oder? Schalldämpfer, das war gut. Ich wünschte, alle Spiele hätten so ein einfaches Bausatzsystem, weil das tatsächlich, ja, warte mal, dann nehme ich Reflexe, ne? Schon irgendwie hilft. Und dann macht man es auch lieber. Nichts ist schlimmer als ein geiles Feature, was dann so irgendwie kompliziert ist, dass es keiner nutzen will. Kann man nochmal jemanden markieren? Ich dachte, das wäre A. Nee, X. Hä? Ich hab das schon entdeckt. Ah, okay. War aber krass, dass der dich gesehen hat von da hinten. Das finde ich auch. Okay, wie soll es zu? Ich habe die meisten Leute ja markiert. Dann guck ich mal. Jetzt kann ich natürlich leider nicht mehr sneaky stealthy irgendwie Action machen. Steuerung. Moment, ich treffe ihn nicht. Ich glaube, der hockt hinter irgendwas dahinter. Ja. Okay, wie kann man noch mal... Wie kann ich... Ah, egal. Was denn? Ich wollte noch mal kurz das Waffenmenü. Da. So war's. Und jetzt brauche ich nämlich den Schalldämpfer wirklich nicht mehr. Kann ich auch Laservisier nehmen. Nee, Laservisier. Scheiße, merke ich gerade. Ja, das ist viel besser mit dem roten Punkt. Alter, Mann, die sind ja überall. Ja, aber das ist gut gemacht. Du wirst hier so reingelockt irgendwie in diese Scheiße. Gesundheit kritisch? Ja, ich versuche mich gerade einfach nur nicht beschossen zu werden. Also man heilt auf jeden Fall sehr viel langsamer als in anderen Spielen. Mann! An allen Ecken und Enden, ne? Okay, das ist schwierig. Steckst nicht drin. Jetzt ja, das war aber echt auch dumm. Das ärgert mich. Das war dumm von mir. Ich habe einfach überhaupt nicht überlegt, wie viele Leute da potenziell sind. Ja, jetzt können wir es aber nochmal richtig machen. Hoffentlich. Und zwar. Moment, ich habe noch einen Schalldämpfer. Ah, okay. So. Ach, ich bin aber auch heute. Heute ist so ein Tag. Was heißt denn taktische Optionen verfügbar? Tja. Dass du das da die Sachen scannen kannst, oder was? Oder kannst du an diesen gelben Punkten, wo hier 3 steht und da hinten 2, kann man da irgendwas Besonderes machen oder auslösen? Oder musst du diese Punkte alle erreichen, um da irgendwas zu machen? Taktische Optionen hinaufsteigen. Ach so. Okay, geil. Ja, es ist, glaube ich, aber so, ach komm, ey, das ist aber auch wirklich lächerlich. Ach, muss ich denn überall jetzt ja nur umsonst hier unsichtbar rumlaufen? So kann man doch keinen, so ist doch kein Krieg zu gewinnen. Schleichend. Ach, da oben steht auch einer. Wie gemütlich er sich noch weiter rumgedreht hat, während er schon beschossen wurde. Man darf sich nicht hetzen. Stress tötet. Okay, ich will aber jetzt diese Geschichte benutzen, die ich gerade gesehen habe. Da will ich klettern. Das war gar nicht hier, ne? Doch, ich glaube, da hinten da ist das rote Gerüst. Shit. Bewegen ist doch, dauert doch, frisst ganz viel Energie, meine ich. Doch schon. Ja, ich glaube, jetzt habe ich langsam mehr raus, wie es hier gedacht ist. Wie man diesen Anzug auch benutzen soll. Immer wieder und einfach fast schon abusive. Vielleicht kannst du hier oben einfach einen Teil der Gegner jetzt umgehen, wenn du hier lang gehst. Ja, aber war hier nicht eben dieser Typ, der mich beschossen hat? Komisch, wo ist der denn jetzt, wo ich ihn suche? Wenn der hier nicht noch irgendwo... Bist du ja schon runtergegangen zwischenzeitlich. Da ist er.
Na, da war doch was. Ja, hey, was will das mit dir? Was hast du gesehen? Der hat mich gesehen. Verdacht mal geschossen. Überprüfen Sie die Fluchtkapseln. Wir suchen Gewebeproben, eine tote Besatzung, irgendwas in der Art. Okay, es gibt drei Stellen, die du untersuchen musst. Es ist aber auch ein bisschen verlockend, dass man eigentlich fast nur noch im Unsichtbarkeitsmodus hier durchläuft. Mhm. Ich glaube aber, es könnte so sein, dass die Aliens einen vielleicht trotzdem sehen. Ja, ich muss gleich nochmal drauf achten, wie schnell sich die Energie wieder auflädt. Aber es ist, dauert gar nicht so lange, ne? Wir können es ja mal gucken. Ich mach das hier. Das geht super schnell. Schicks. Ganz ernst, dafür, dass man dann doch eine Weile stealthen kann? Da hatte ich schon wieder gesehen. Er hört mich vielleicht. Ja. Das gibt's dann. Er hat auf jeden Fall richtig viel Energie abgezogen. Tarnfeld aktiviert. Bestenfalls locke ich die ja jetzt alle woanders hin und gehe da einfach dran vorbei. Mhm. Lea, überprüfen Sie die andere. Wir brauchen irgendeine Probe. Ach, cool. Oh, oh. Das war halt ein cooler Move, leider genau im falschen Moment. Mann, ey. Okay, ich nehme eine andere Waffe. Könnte ich dann den Wagen einfach nehmen? Das wäre sehr lustig, aber ich vermute mal, da sitzt schon noch ein Fahrer drin. Hey, warum? Oh, aber du kannst die Knarre benutzen. Das habe ich aber auch jetzt aber auch gehofft. Wie, was, das geht nicht? Doch, eben stand das nicht mit dem Ding. Guck mal jetzt. Nee, nur kann ich nur mit dem dummen Auto rumfahren. Das ist ja blöd. Aber überfahr sie doch halt alle. Ja, aber dann müssen sie schon auf die Straße kommen. Ey, komm dir mal. Es würde mich jetzt interessieren, was jetzt wäre, wenn der Typ obendrauf noch leben würde. Was würde der jetzt wohl machen? Ja, wahrscheinlich würde er einfach fremdgehen und direkt mit mir zusammenballern. Der sah aus wie ein Opportunist, der sich dann mit dem Sieger sofort zusammentut. Echt nicht so ohne. Ja. Ich tue mich gerade. Aber er ist trotzdem tot. Wichtig ist doch nur, dass er tot ist. Alienschote. Ah, nichts. Okay. Sie müssen runter ins Wrack. Das war klar, ne? Es ist immer unten klar, im Wrack. Geronimo! Ich weiß, ich will es trotzdem machen. Geil, dass es geht. Weil's geht. Du wirst auf jeden Fall den Abgrund fahren. Ja, das machen wir jetzt. Ja, nur, wo ist denn hier noch einer? Du schießt die ganze Zeit auf deinen Kollegen. Oh shit, da ist so ein Geschütz. Nee, da will ich gar nicht. Ja, und schon zu spät. Ich wollte ihn überfahren, aber er hat Freunde. Er hat große Freunde mit hochprojektiligen Munition. So. Da freut sich aber der Simon. Das soll man hier so. Sind Sie da, Prophet? Sie müssen da rein und Proben aus dem Wrack holen. Wir suchen nach Leichen, nach jedem genetischen Material, das Sie finden können. Finde einen Weg ins Wrack. Kannst du mal probieren? Nee. Das wäre aber auch irgendwie zu gut gewesen. Das wäre sehr progressiv gewesen, wenn er schon gegangen wäre. Alter. Die Luftunterstützung für dich oder gegen dich? Tja. Ich glaube gegen dich. Na gut, das wissen wir jetzt. Dann gehe ich vielleicht unten rum? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, da jetzt kein Weg. Ja, okay. Hier vielleicht? Du bist doch so stark. Tritt doch mal was weg. Nee. Okay, dann ist ja nicht schlimm. Du kannst natürlich unsichtbar so um den Heli abzuschießen mit dem Raketenwerfer, ne? Wenn du den noch einen Schuss hast. Moment, ich hatte ihn doch gerade noch. Das ist er nicht, oder? Ist ja komisch. Vielleicht war da nur ein Schuss drin. Das habe ich ja gut gemacht dann. Scheinbar habe ich die
Ich könnte schwören, ich habe noch einen Schuss gehabt. Ich glaube, ich habe die Waffe einfach ausgewechselt. Irgendwo hier. Vielleicht ist es aber auch gar kein... Egal, der Flieger hat eh keinen Bock mehr. Du kannst einfach mal Richtung Zielmarkierung laufen. Du müsst da ganz in der Nähe sein. Ja, das Spiel ist seit Freitag draußen, weil das gerade noch mal jemand gefragt hat. Nee, es ist die Xbox Series X-Version, nicht die PC-Version. Also die Waffen sind aber jetzt nicht der Durchschlagsstark. Vielleicht kann man den halt auch so nicht killen. Aber ich meine, der sitzt doch offensichtlich da, dann soll er doch nicht vor seinem offenen... Such doch nochmal den Raketenwerfer, das schaffst du doch so jetzt nicht. Ich hab ihn ja leider nicht. Doch, endlich. Ich hab den Raketenwerfer nicht. Es sei denn, der ist hier irgendwo anders. Mit dem Waffenrad vielleicht irgendwie. Ja, da ist er. Ja, hätte ich ein bisschen vorher, wäre gut gewesen. Wir benutzen viel zu selten auch die ganzen Möglichkeiten, ne? Merke ich gerade. Dabei sehen die doch auch so schön aus. Weißt du noch, Splinter Cell, das ganze Spiel mehr oder weniger in Ding spielen, in diesem Nachtfilter. Ja, das hat mich aber mal genervt irgendwann. Das hat super genervt. Das ist wirklich weird, ne? Machen so eine schöne Optik und dann musst du die ganze Zeit nur in Ding spielen. Ah, ich muss hier eindeutig mal ein bisschen was machen. Das ist doch scheiße gerade. Es kommen aber auch ständig welche nach. Du kommst hier gar nicht so richtig aus der Höhle raus. Das ist so eine Call-of-Duty-Stelle, wo du einfach weitergehen musst, damit die nicht die ganze Zeit Gegner nachspawnen. Das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, das hat damals wirklich Call-of-Duty nur gemacht und andere nicht. Aber ja, das kann immer sein. Also bei Call-of-Duty würde ich mich die Frage gar nicht stellen, da würde ich aber nur pushen. Bams. Sie sind drin. Scannen Sie den Rumpf. Finde einen Weg ins Wrack. Unbekannter Zivilist. Analysiere das biologische Material. Das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann! Wenn das nicht wichtig ist. Sieht so aus, ne? Aber lieber mal den Stuhl mitnehmen. Mann, ich will das alles mitnehmen. Okay, ist ja im Moment. Habe ich was übersehen? Siehst du irgendwas? Mm-mm. Ich so, er sagt, wir sollen raus. Also dann einfach denselben Weg wieder zurück, würde ich jetzt mal. Würde ich auch denken. Ja, aber so macht man das doch heute nicht mehr. In Resident Evil wäre das jetzt die Stelle, wo jetzt die Katze mit dem Krokodil kommen würde, mit dem Riesenkrokodil. Stimmt. Weil das Spiel weiß, du musst den Weg jetzt hier. Genau, man selbst weiß es eigentlich auch. Ja. Und sehr gut. Ja, oh Moment, siehst du, jetzt komme ich nämlich gar nicht hoch. Du bist ja runtergefallen, du musst irgendwo anders lang. Das wusste ich doch. Das meine ich ja die ganze Zeit. Irgendwo geht's hier weiter. Zurücklaufen. Allein, guck dir mal diesen Dingswagen an. Willst du mir erzählen, dass ich quasi nur zweimal so groß bin wie dieser Wagen? Entweder ist der Wagen zu groß oder ich bin zu klein. Wahrscheinlich ist es aber auch besser. Also jemand zu haben, der, sag ich mal, 1,20 Meter ist, der dann in so einem kleinen Kampfanzug steckt, oder? Das ist doch immer noch besser. Ich muss sagen, 2011 waren Kampfanzüge halt noch viel teurer als heute. Exakt. Du konntest die halt nur so groß bauen. Und dann haben die damals, ich glaube, das war der Darsteller von Alf, den haben sie für Crysis 2 benutzt. Der steckt in das ist nämlich das Ding. Dings drin. Schön, wenn das mal einer die Backstory gemacht hätte. Einfach knapp durchziehen. Aber auch völlig ernsthaft verkaufte, dass es der gleiche Darsteller wie bei Alf war. Oh. Eindringen in Manuel entdeckt.
zu wenig gemeinsamer Punkt. Das ist auch nur so ein Klumpen Biomasse. An die Stelle erinnere ich mich wiederum damals vom selber spielen, dass das hier passiert ist. Verpiss dich! Ich habe eben da oben Hargreave und Arsch gelesen auf dem Plakat, steht da aber glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, der will mir gar nichts. Ja, doch, jetzt greift er mich an. Ah, genau, jetzt ist das. Genau, jetzt kannst du dir da Verbesserungen holen. Mann, gut, ja. Du kannst verfügbare Module austauschen, bist aber auf ein aktives Modul pro Slot beschränkt. Du kannst freigeschaltete Module auch aktivieren. Okay. Hast du gekauft? Da sind wir an einer schönen Stelle. Finde ich auch, das ist eigentlich super, weil wir haben die Hälfte der Zeit jetzt ungefähr rum und ich finde es wichtig, dass wir nochmal in den dritten Teil reingucken, Simon. Ich auch. Weiß nicht, wollen wir einmal ganz kurz eine kurze Werbung machen, wenn wir das neue Spiel und sowas an den Start bringen, oder machen wir einfach direkt weiter? Nee, wir machen kurz Werbung, glaube ich. Ja, machen wir. Dann geht's hier gleich weiter mit dem dritten Teil von Crisis Remastered. Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei der Crisis Remastered Trilogie, von der Simon und ich heute zwei Drittel spielen. Den ersten Teil sparen wir uns, weil der schon ein paar Monate raus ist. Jetzt mein persönliches Highlight dieses Trios, der dritte Teil, an den habe ich nämlich auch noch die lebendigsten Erinnerungen. Ich weiß, dass das damals in der Redaktion bei Game One auf jeden Fall auch gut ankam, dieser Titel, und dass viele Leute den gespielt haben. Du meinst, kannst Arsch voll Action. Ja, kannst du dich daran noch erinnern, an den Werktag und so. Ich fand das Hammer. Arsch voll Action. Und lustigerweise, ist schön, wir haben das nicht abgesprochen jetzt vorher. Hast du schon rausgesucht? Haben gesagt, wir haben es rausgesucht, das mal aus der Folge rausgeschnitten. Falls ihr das noch nicht kennt, das war damals aus dem Beitrag von Game One zu Crisis 3, ein kleiner Einspieler von Trant. Crisis 3, Marshall Action, der fetteste Actionfilm aller Zeiten. Warum? Es gibt fette Action überall. Helikopter, Explosion, Panzerungsmodus ein und los geht's. Schön alles umflügen. Prophet kämpft, als wäre der Leibhaftige in der Meer. Und Cheese! Action! Oh, krass! The Prophet teilt aus! Wow! Irre! Gewalt ist eine Lösung! Bam! Volltreffer! Guter Wurf! Salto! Bam, 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 bam! Crisis 3! Arschvoll Action! Fette Action ist zwar cool, oftmals ist es aber schlauer, verdeckt zu operieren. Im Tarnmodus bietet sich euch aber ein völlig anderes Spielerlebnis. Hier geht es nämlich eher ruhig zu. Prophet ist unterwegs auf geheime Mission in Crisis 3! Listenreicher Schleicher! Nein, geh wieder rein. Entschuldigung, wir haben das vergessen, dass das ja drei Abschnitte waren, glaube ich. Wieder reingehen, liebe Leute, liebe Regie. Sein Bogen rutscht alles weg mit einem Schuss. Boom. Er schleicht leise wie eine Katze. Oder ein Luchs. Bam! Voll in die Fresse! Action und Schleichen! Das ist Crisis 3! Crisis 3! Schleichgeballer! So, das war's aber wirklich, sorry, ich hatte vergessen, dass zwischendurch so ein kleiner Ingo-Einschub kommt. Aber wie schön das damals war. Und Trant hat das Spiel so schön komprimiert auch in diesen anderthalb Minuten, glaube ich. Es war perfekt. Das ist wie immer, wenn Trant so ein Spiel sich echt, wenn er es auch abfeiert, dann kann der das einfach so pointiert zusammen und lustig zusammenbringen. Hier sehen wir übrigens jetzt auch schon das Intro zum dritten Teil. Mhm. Wie gesagt, also das ist immer noch einer meiner Lieblingseinspieler, aber auch so war. Ich glaube, das war Chris. Ich wollte dich gerade fragen. Die ganze Zeit, wer es war. Ich habe mich also, früher, ich glaube, es war Chris. Ich habe früher schon gefragt und dachte da noch. Du warst es nicht. Ich dachte erst, es wäre Hannes, weil ein paar von den Sachen haben mich an Hannes Bewegung erinnert, unser Grafiker. Aber nee, das war glaube ich Chris. Ja, so sportlich wie der aussieht, das war nicht Hannes, das war dann, wenn du es nicht warst, war es Chris Pogo, glaube ich. Nee, also ich glaube, die haben ihm auch so, wobei, das war die Zeit, als Chris auch noch gepumpt hat, ne? Wer weiß. Okay. Wir werden es nie erfahren. Am Ende ist das halt doch, der wir große Chris einfach fragen. Ja, ja, hey Chris, warst du es? Ja, okay. Gut geklärt.
Oh Mann, da weiß ich noch, wie sauer ich war, dass ich bei dem einen Spieler nicht dabei war. Hm. Weil der Trant den einen Spieler einfach knallt ohne mich gemacht hat. Ja, es muss so Anfang 2013. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe heute übrigens einen Reminder bekommen von meinem Apple-Fotos-Programm, dass heute vor 8 Jahren wir einen Beitrag zu Batman gedreht haben. Und ich glaube, das war der, wo wir bei Eddie die Couch kaputt gemacht haben. Was aber overall ein sehr schöner Tag war, weil wir vorher noch auf diesem Dach gedreht haben und sowas. Da warst du, glaube ich, auch dabei, ne? Ja, klar, ich habe den Scheiß hier geschnitten. Aber. Ja, das war sehr, sehr nett. Das war heute vor 8 Jahren. Ja, das war geil. Da hatten wir so Joker-artige Gesichtsmasken. Ja, genau. Und ganz irre geguckt. Und ich weiß noch, wie sauer ich war, dass ich, bevor Ede bei uns kam, warst du immer war Batman, ich fucking ne? Batman. Und plötzlich bin ich nicht mehr Batman. Hä, was ist denn da passiert? Ich meine, ich verstehe das auch verschieden. Es gibt verschiedene Batmans und so. Kannst halt auch einen lame Batman geben. Ist ja okay. Ja. Aber was ist denn da passiert, dass ich plötzlich nicht mal gefragt wurde? Aber ich erinnere mich, dass das damals schon ein relevantes Das hat mich bis heute war. Lässt mich das nicht los, Fabian. Das kannst du nicht machen. Ich glaube, das war nicht meine Entscheidung. Guck die Szene an. Guck, und was ist passiert, womit endet es? Mit dem kaputten Sofa. Ja, aber vielleicht wäre es nicht dein Sofa gewesen. Glaubst du denn, meinem Batman wäre das passiert? Wahrscheinlich nicht. Ne? Du siehst nämlich aus. Anyway, Crysis 3 Remastered. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, es ist ein bisschen anders als Spielherr. Wir starten da mal einfach auch die Kampagne von vorne, würde ich sagen. Hast du Ja oder Nein gemacht? Leider ja. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe es, glaube ich, übersprungen, als ich es mir angeguckt hatte. Ja, wäre auch richtig. Wäre schon richtig, ne? Sollte man vielleicht machen. Kann ich das, vielleicht kann ich es auch schnell einfach ausschalten wieder. Weil niemand will jetzt, nach diesem Trailer von Trant, will jetzt keine Tutorial. Frage an den Chat kurz an der Stelle, während wir uns das Tutorial gleich anschauen. Ich war mir, okay, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das kannst du, glaube ich, skippen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, oder du, Simon, auch die Menüs, sahen die vorher schon so identisch aus bei 2 und 3, oder haben die das jetzt vereinheitlicht für diese Collection, weil die so auch exakt gleich aufgebaut sind? Kann ich dir nicht sagen. Ne? Aber auch interessant, weil ich habe vorhin ja von der Kuppel erzählt, das war der dritte. Der erste war auch nur auf einer Insel. Mhm. Also nur, ne? War halt so ein bisschen wie Far Cry mit diesem Anzug. Das war so ein bisschen das Neue beim ersten. An sich zu reißen. Und ich weiß noch, da hat irgendjemand, ich weiß noch, das lustigste Gift war dazu, da hat, glaube ich, jemand so einen Huhn oder so genommen und hat es einfach so, boah, mit voller Power irgendwo hingeworfen. Du hast es nie ankommen sehen. Du hast so viel Power, dieses arme Huhn weggeworfen. Werde ich nie vergessen. War sehr memebar. Hm. Stimmt, das steht hier sogar in dem Factsheet zum Spiel drin, dass man Hühner werfen kann. Ja, ich sag's ja, ne? Der Alpha-Chef lebt noch. Der Alpha-Chat lebt noch, ne? Ich drück's mal weg. Das ist alles dasselbe Rendergeballer mit Gelaber und ein bisschen die Zukunft. Ich frage mich hier, wie hat die Menschheit 3 Teile lang überlebt? Die kriegen doch schon den Teil 1 auf den Sack, mehr oder weniger. Am Ende von Teil 1 kommt dann ja auch schon, kommen ja schon diese großen, da eskaliert's ja schon sozusagen. Stimmt. Ja, da hast du ja den Flugzeugträger und dann kommen da oben im Regen und bei Blitzen kommen dann diese, zeigt sich zum ersten Mal dieses Alien-spinnenartige Ding. Geil. Was für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Ja, es ist auch so ein bisschen Halo-Vibes. Denn der Master Chief treibt ja auch gerne im All rum. Einfach nur in seinem Anzug. Opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich kann es wirklich nicht wegdrücken. Also wird schon gleich vorbei sein. Da waren die schon stolz drauf, auf die Render-Animation. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Ist das die Szene, die du meintest? Nee. Aber das ist auch eine große Spinne. Oder ein Tentakel. Ja, also das sind die, die haben ja immer diese Tentakel. Mhm. Aber was ich meine, war mit so einem Flugzeugträger im Regen. Ja. Und dann ist da dieses Ding drauf und alle ballerten auf dieses Vieh. Das war einfach eine geile Trailer-Szene. Mhm.
Ich weiß noch, dass es die Szene war, wo alle drauf gewartet haben, weil man die eben schon in Bildern und Trailern kurz gesehen hat. Und dann war die, glaube ich, ganz am Ende, wenn ich mich nicht täusche, vom ersten. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie so in diesem Bereich. So, ist auch schon Ewigkeiten her, ne, dass ich überhaupt was mit der Reihe zu tun hatte, muss man sagen. Das muss man sich alles merken. Ich bin gespannt, ob da irgendwann nochmal ein neues Spiel kommt. Ich glaube, Koop wäre für Crysis generell nochmal richtig gut. Mhm. Gerade jetzt für diese offenen Kapseln. Aber da habe ich auch, der zweite war dann nämlich, finde ich, linearer als der dritte. Ich glaube, der dritte war durch diese, wie du meintest, so diese einzelnen Habitate, in denen man gekämpft hat, schon relativ groß und frei. An ihn habe ich mich noch erinnert, an den Glatzkopf. Ich frage mich das jedes Mal, wenn sie in irgendeinem Spiel oder so diese Kameras ausmachen. Mhm. Die Leute kriegen ja mit, dass die Kamera aus ist. Ist ja nicht so, als ob dann irgendwie das Bild weiterläuft, sondern also die merken ja, dass da was ist. Und wenn du so ein Überwachungstyp bist, hast nie was zu tun und dann geht eine Kamera aus, dann merkst du das. Ja, eigentlich müsstest du gleich einen Alarmknopf drücken, weil was die da machen, ist sagen die, da ist die Kamera wohl wieder ausgefallen, ich geh mal nachgucken. Da wirst du natürlich erschossen, wenn du noch nicht mal aus der Tür raus bist. Ja, ich meine, wir haben hier diesen ganzen Alien-Scheiß, der ist mega Milliarden wert, aber ach, Kamera, komm, mach mal später. Das ist doch alles nicht, das ist doch nicht cool. Und Cell ist dann so ein bisschen die Gegenorganisation, die mit den Alien-Technologien irgendwie Action macht. Ich könnte auf meinem schlauen Zettel gucken, ob da was steht. Das steht hier, glaube ich, aber auch nicht im Detail drauf. Mein Gott, das sind wirklich Halo-Vibes hier, teilweise. Ja, es ist sehr auf technische Details fokussiert. Also wir sind jetzt der Einzige mit einem Anzug. Jetzt geht's aber los. Hier, ich gebe euch Deckung. Dein, drei Mann unterwegs. Aufpassen. Vorwärts. Jetzt sag mir mal, das sieht doch besser aus als der zweite Teil eben, oder? Obwohl das auf der gleichen Hardware und so rauskam. Ja, aber das kann ja gut sein, auch dass man einfach schon viel mehr Effekte eingebaut hatte. Vielleicht. Verstanden, Romeo. Also gerade Licht- und Partikeleffekte sehen ja aber auch schon echt okay aus. Wahrscheinlich ist auch Regen immer sehr dankbar, weil das automatisch gleich geiler aussieht. Das ist auch so, ja. Ich weiß sogar noch damals auf der PS2 Metal Gear Solid 2. Das war auch geil, einfach nur wegen Regen und weil sich so die Planen bewegt haben und so im Wind. Das war ganz schön geil. Okay, nee, hier soll ich ja scheinbar nicht hin, ne? Weiter soll ich. Mann, warum höre ich auch nie zu? Was sollen wir hier machen? Ich habe das jetzt leider auch nicht so richtig mitbekommen. Der macht hier so, macht er sein Zeug. Wahrscheinlich musst du da einfach weitergehen, würde ich. Ja, wobei der Pfeil zeigt auch in die andere Richtung. Das muss ja alles nichts heißen. Nee. Okay, das ist wahrscheinlich der Anfang. Ärgerlich. Oder ihr müsst euch hier vielleicht trennen. Wir haben es nicht mitbekommen. Ja. Mann, warum habe ich auch nicht zugehört? Hier. Mal kurz mal gucken. Scheiße, hast du ihn umgebracht? Nee. Nee, aber er blutet. Meinst du, du könntest ihn ein bisschen ins Meer katapultieren, indem du ihn dauernd mit dem Reifen bewirfst? Ist schon irgendwie lustig. Das wäre es mir jetzt wert, die 44 Minuten lang das zu probieren, ob wir das hinkriegen. Oder den Reifen so zu werfen, dass er so außen um ihn rumgeht. Das wollte ich eigentlich versuchen, aber es ist gar nicht so. Oh, ich sehe schon, da könnte man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Das für könnte man ein Format fast drauf aufbauen. Ja, ich hatte ja mal die Idee für so ein Format Tryhard, wo man gegeneinander solche Sachen probiert. Mhm. Also zum Beispiel das Ding, ihm über den Kopf werfen, wer es zuerst schafft.
oder Control, wenn du da Sachen, wenn du da deine Power machst, fliegen um dich herum ja so Sachen. Stimmt. Und die kannst du ja nicht direkt beeinflussen, sondern die fliegen ja in deiner Aura mit. Also leichte, kleine Sachen. Und dann dachte ich mir, okay, dann kämpfen die gegeneinander. Sowas wie eine Klopapierrolle. Von der Toilette woanders in einen Papierkorb werfen. Aber nur mit diesem passiven Transport. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, deswegen try hard. Ich glaube nicht, okay, jetzt schon, du musst irgendwo hier am Boden weiter jetzt. Ey, es ist wirklich, okay, wieder. Ich weiß gerade wirklich nicht, was sie von mir wollen. Das ist voll blöd. Geh mal da nach hinten, das sieht doch ganz gut aus. Da müssen wir dich reinbringen, in den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha-Chef? Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carbons vollgepumpt haben? Die Typen, die dich für was weiß ich wie lange kaltgestellt haben? An die Typen, die mich geskinnt haben? Und die dasselbe mit dir vorhatten? Sal, diese Typen. Es ist aber unten rechts eine von diesen Sachen weggefallen. Ne? Da stand vorhin noch Panzerung Tarn und ich glaube, das dritte war Energie. Das passiert dann nicht mehr. Warnung. Nanosuit-Atmosphärung läuft. Alle nicht erforderlichen Mitarbeiter evakuieren. Das ist Next. Self-Security-KI. Vielleicht gibt es ein Achievement, wenn du alle Leute mit dem Rettungsring umbringst im Spiel, inklusive dem letzten Endgegner. Ja, das ist schön ironisch, wenn du sie einfach mit dem Rettungsring zu Tode wirfst. Ja, aber das ist doch gut gemacht. Das haben wir auch schon. Gut. Da bin ich tatsächlich überlegen, ob ich es nicht nochmal spielen würde, wenn es nicht auch eine Million neue Spiele geben würde. Das ist, glaube ich, das Problem. Man muss schon Bock auf den Bogen haben oder auf Palmen oder so dieses grüne, schöne Setting. Und natürlich auch Maschinenräume und Lagerräume, die wird es nämlich immer geben. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man jetzt gar keinen von den Teilen kennen würde, dann ist 50 Euro schon ein cooler Preis, um die alle 30 jetzt zu holen in dieser Version. Absolut, nur ich glaube halt, seitdem hat sich die Welt ein bisschen weiter gedreht, aber ich finde trotzdem auch, das lohnt sich scheinbar immer noch irgendwie. Das macht ja jetzt auch Spaß. Der Typ sieht auch gut aus. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Ich glaube, eine Sache, die ich bestätigen kann, ist Altbacken aus dem Chat. Da habe ich das ein paar Mal gehört, dass das teilweise ein bisschen Altbacken könnte man schon. Sag mal, laberst du, während der Typ da steht? Ja. Halt doch mal auf hier! Er hat voll überlebt. Nee, ich wollte eigentlich so Hase-Igel, ich bin schon da mäßig, hochspringen. So. Oh! Das ist dein Kollege. Mach mal dann Sniper-Gewehr, wenn er dann aus nächster Nähe schießt. Machen wir einen anderen Mal. Nee, das war ein Fehler. Ich kann da durch, wenn ich will. Macht's gut, ihr Trolle. So. Aufgrund der Störschäden am staatlichen Stromnetz ist mit Strom vorsichtig. Romeo 1, nähern uns dem Ziel. Over. Frage im Chat, wieso fehlt das Add-on Crisis War? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Das ist nicht Teil der Collection. Das soll aber damals ganz gut gewesen sein. Das ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Ich auch nicht mehr im Detail, aber ich habe so oft gehört, dass das Warhead wohl ganz beliebt war. Den hier brauchst du vielleicht. Ah ja, jetzt gibt's den Bogen. Nen Bogen? Ja, mach dich zu einem unsichtbaren Killer. Krasses Teil. Gefällt er dir? Also im Gegensatz zu der Tarnung und der Waffe, die du vorher schon hattest, macht dich das auch zum unsichtbaren Killer. Der Bogen ist über Carbon-Laser an deinen Nanosuit gekoppelt. Hat genug kinetische Energie, um ein Nashorn zu töten.
Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's. Du bleibst dabei getarnt. Was sagst du jetzt? Klingt nicht übel. Gut, dann lass uns gehen. Ja, aber der ist schon ziemlich imbar. Ja, der ist echt stark. Also man kann sich einfach alles killen. Ja, und du kannst dich halt ständig tarnen, erledigst dann einen Gegner, tarnst dich sofort wieder, weil deine Deckung nicht auffliegt, während du die Dame killst. Wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout, ja, sie haben es auch nicht so sehr genervt, was so die Energie angeht, merke ich gerade. Es dauert immer noch eine Weile, bis es weg ist. Eigentlich wie ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Mann am Boden! Was? Wo? Wo war? Wo? Wer hat das jetzt gesehen? Irgendwer hat irgendwo einen gefunden. Weiß noch, dass man das damals ziemlich cool fand, als das Spiel rauskam, diese flatternden Decken auf den Kisten und so. Ja. Und das hat, oh, das sieht cool aus. Ja, das war noch lustig, als sowas noch, sag ich mal, was Besonderes war. Als Prince of Persia damals rauskam im Remake und die hatten diese herunterhängenden, nicht Teppiche, aber so Laken und da konnte man so dran rum und ja, das war schon geil. Also echt lange her, als dass sowas noch so richtig einen irgendwie mitgerissen hat. Scheiße, hier ist der falsche Weg. Immer suche ich mir den falschen Weg, sag mal. Einfach nur überall hin. Wir müssen ihn rausgreifen. Geht wieder. Oh, shit. Ich wollte die Waffe mal ausprobieren, aber es ist natürlich dumm gewesen. Aber ich dachte, die ist ein bisschen stärker, um ehrlich zu sein. Aber findest du generell, fühlt sich das Ballern noch gut an in den Spielen? Also, ich finde es gut. Also, sie haben nicht ganz so dieses Feedback. Nicht so, man spürt nicht so sehr die Wucht, finde ich, dahinter. Aber so das Ballern an sich funktioniert gut. Aber auf einer Entfernung einem dann irgendwie 12 Kopfschüsse geben, ist halt, fühlt sich halt immer blöd an. Ja. Man merkt, dass auch da sich ein bisschen was getan hat. Aber es gibt auch heute noch Spiele, die es deutlich schlechter hinkriegen. Also, das muss man auch sagen. Das Trefferfeedback hier ist okay. Nur ist nicht mehr halt nicht up to date, würde ich sagen. Ach, warte mal. Bestimmt kommt der Kollege. Warte mal, Junge. Du kannst nicht selber den Knopf drücken anscheinend. Ja, ist zu hart. Oh, jetzt sieht man rechts auch. Romeo 1 hier, Romeo 2. Sieht man besser rechts unten, meine ich, was man an Waffen hat und was man da drücken kann. Und jetzt kann man hier irgendwie die... Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich es langsam. Da warst du eben noch. Wir müssen uns beeilen. Los. Ah, genau. Nein! Da weiß ich nicht mehr genau, ob das neu war im dritten Teil oder ob es das in den anderen auch gab. Hab ich's gehabt? Nee, ich glaube nicht. Komm schon. Jetzt. Okay. Jetzt hat's geklappt. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Charles Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Das würde ich nicht glauben. Ah, krass. So, dass ich gerade im Chat gelesen habe. Darf ich dir jetzt aber noch nicht spoilern. Okay. Ja, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern. Aber ich weiß, dass man gleich in diesen Dom reinkommt von außen. Komm schon, Psycho, gehen wir. Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir.
finde dich. Scheiße, ich finde dich! Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ich glaube aber auch, dass er einfach sauer ist, weil er diesen Anzug so geil fand. Das ist wie wenn dir einer dein dickes, geiles Auto, was du irgendwie zwei Teile lang fahren darfst, schneiden sie dich aus dem Chassis raus. Gehen wir. Da wäre ich auch wirklich. Ich glaube, es geht ihm hauptsächlich darum. Es ist mir egal, dass die anderen da gestorben sind. Und ja, ist wie wenn du immer Batman warst, dann willst du auch zum dritten Mal noch Batman sein. Danke. Exakt das. Und nicht wieder Robin dann. Wo guckt er denn hin? Das macht die Sache nicht einfacher. Ich hab gedacht, du packst jetzt beide so ein Haus mit den Köpfen an. Um ehrlich zu sein, hab ich auch mit so einer Art Doppelmove gerechnet. Oh, hinter mir ist auch noch was. Ja, weil die überall absetzen hier mit irgendwelchen Helikoptern. Tot. Ja, das war wirklich auch nicht smart von mir. Im Chat eben die Frage gelesen, ob das nicht auch als Launch-Titel für die PS4 erschienen wäre. Nee, das war noch PS3, Xbox 360. Vielleicht verwechselst du, der das gepostet hat mit, es gab damals einen Killzone zum PS4-Start. Und wenn ich drüber nachdenke, so ein bisschen sind Crysis 2 und 3 auch ähnlich wie die Killzone-Spiele, so von der Art her. Guck mal, jetzt muss man auch nicht mehr bestätigen, das haben sie gemerkt, dass das geiler ist, wenn das einfach automatisiert passiert. Nicht schlecht. Ja, also man kann eigentlich nur sagen, so wenn man die nacheinander spielt, die haben sich schon stetig auch verbessert, die guten Sachen versucht beizubehalten. Eigentlich komisch, dass die Reihe irgendwie non-existent ist oder zumindest irgendwas in der Art nicht mehr. Na, vielleicht, wenn das Remake sich irgendwie gut verkauft. Vielleicht waren die auch so teuer in der Entwicklung, dass du heute denkst, ach, gegen Call of Duty und Battlefield brauchen wir es gar nicht probieren. Naja, in gewisser Weise stimmt das ja irgendwie auch, ne? Dass die, also zumindest von Call of Duty, so wahnsinnig hoch sind, die Verkäufe. Shit. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr sneaky sein. Das macht die Sache nicht einfacher. Hab auch Glück. Na, aber schon mal gut, dass er nicht rauskommt, oder? Er kommt bestimmt gleich raus. Das ist ein Spiel, der muss irgendwann. Ich bin ja schon weg. Ich bin unsichtbar. Ach so. Nee, ich meine, sag ich ihm nur. Jetzt bin ich unsichtbar. Nee, aber doch. So. Was denkst du denn? Das gibt's doch nicht. Ach so, siehst du den Helikopter, der da einfach rumschwebt? Oh. Den habe ich beim ersten Mal, dachte ich, der setzt nur Leute ab. Aber der ballert auch schön. Ist nur noch ein Pfeil, das ist der letzte gewesen. Ich brauche auch nur noch einen. Okay. Ich habe aber noch, Moment, ich habe aber noch Explosiv. Habe ich noch Explosivschüsse? Nee, habe ich nicht. Das mit dem Markieren war echt eine gute Sache. Die Shotgun überzeugt mich irgendwie nicht. Wie bitte? Die Shotgun überzeugt mich nicht. Nee, ne? Die ist irgendwie echt komisch, finde ich auch. Ja. Okay, ich würde sagen, wenn du es nach da hinten schaffst, hast du auf jeden Fall den nächsten Checkpoint erreicht.
Renn doch! Wer will dir erst nachladen? Ah, nein, nicht jetzt! Oh, das ist ja lame. Ich glaube, du überlebst das. Hast du das aufgehackt oder was hast du jetzt gemacht? Ja. Das wäre ja auch gemein. Hinterhältig war das. Warte, ich bin gleich da. Scheiße, Planänderung. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. Aber gibt's nicht mehr den Waffenvergleich jetzt hier, dass man hier die Werte von der Waffe irgendwie sehen kann? Weil das mochte ich gerne an dem zweiten Teil. Ja, ist ja auch ist quick and easy und durchaus nützlich. Ne? Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Ah, Glas und so, echt. Glas und Regen. Nix ist hier, gar nichts ist hier, hallo? Hast du so eine Art Elektrowaffe, die du jetzt hast? Ja. Doch, die gefällt mir schon gut. Schrotflinte nicht, aber der Rest ist cool. So, der Chat war schon ganz heiß, weil jetzt gleich eine coole Szene kommt. Das habe ich eben auch gelesen. Ich weiß gerade nicht welche, deswegen bin ich selbst ein bisschen gespannt. Stand dann da auch danach, könnte man es deinstallieren, wenn man das Beste dann gesehen hätte. Psycho? Ja. Noch Bogenschüsse. Ja, jetzt habe ich wieder drei. Geil. Hat gerade nachgeladen. Geil wäre, wenn der Nanobogen sich auch noch irgendwie aus seinen Körperteilen irgendwie Fußnägel oder so die Pfeile bauen würde, sodass du nach und nach immer neue hast. Da war die was ein Ticken zu spät. Ach shit, hätte ich vielleicht Panzerung mal einstellen sollen, ja. Das habe ich noch gar nicht benutzt so richtig. Stimmt. Ja, ist eigentlich immer gut, wenn du dann entdeckt wirst, direkt umzuschalten von Stealth auf Panzerung. Ja, man kann hier mit den allein mit Schleichen und Power kann man schon viel machen. Ne? Im Grunde das, was Trant ja wunderbar im Beitrag rausgearbeitet hat, dass es wirklich nur diese beiden Sachen sind, aber die machen halt Bock und sorgen für fette Action. Da war doch eben noch eine. Mann, ich wollte dich von hinten messern. Warum sehen die einen immer? Die sehen wahrscheinlich auch diesen Schimmer, den du selber auch siehst. Erde, das sind doch Scheiben, oder nicht? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Da kann der da durchschießen? Vielleicht mit der Waffe nur. Der kann nicht weit sein. Hol den uns. Oh, es sind ganz viele Gegner hinter dir, ne? Ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Vorsicht, Cell aktiviert Geschütze. Also laut Radar sah das so aus. Nee, kann auch sein. Aber guck mal, das ist mal, wenn du, je nachdem wie du dich drehst, verändert sich irgendwie die Nähe. Jetzt sieht es aus, als wären da super nahe Gegner hinter dir. Ja, stimmt schon.
Warum hat das Ding keine Lampe? Fällt mir gerade mal so ein. Stimmt. Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Ich gehe nirgends hin, bis du mir ein paar Antworten gibst. Ja, ich erinnere mich. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Doch nicht. Ach so. Das sieht aus wie der absolut geilste Zocker. Oh ja. Die Zockstation ever. So eingebaute Toilette, Massagesessel. Version 2.0. Das ist ein guter Moment. Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Cell, sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Ach, schade, ich dachte, du springst hier gleich runter jetzt. Hätte ich auch gern. Wäre eigentlich perfekt. Ja, jetzt geht's bestimmt raus. Ja, das Schöne ist, das ist halt wirklich alles auf dieses Versteckspiel, guerillaartig, ja, mit ein bisschen Stadt, aber hier sind die ganzen Pflanzen und dann noch mit dem Bogen und dem Anzug. Also das ist schon alles füreinander geschaffen. Das ist schon gut gemacht. Der Liberty Dome soll eine Self-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Ja, nur minimale Bodenaktivitäten von CERN, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? So irgendein Problem mit deinem Anzug oder so? Weil es immer zwischendurch so rot ist. Ja, irgendwas, ne? Ach, scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? System gestört.
Ja, das stimmt. Seht ihr das an? Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Nano-Suit-Upgrade geortet. Sofort integrieren. Aha. Okay. Mhm. Okay, das ist das gleiche wie im ersten Spiel, nur in einer anderen Funktionsweise. Ja, ja, kann man machen. So, das ist hier der Unterlauf. Geht gar nicht. Und Lauf an sich kann ich halt nur auf einmal machen. Ah, da ist noch mehr. Kann ich denn nicht hier irgendwas einfach mal freischalten? Radar- und Zoom-Upgrade, Heckhilfe und Feind-Sound-Boost hast du freigeschaltet. Oh. Oh. Das hätte ich gern. Super Tarnung. Hm. Und natürlich Kugeleinschlag Zurückwerferholung. Okay. Erste Hilfe. Hä, was man jetzt schon alles kaufen kann. Ich mache einfach weiter. Ich frage erst gar nicht. Ah. Na gut. Das war ein guter Deal. Musst du davon noch was ausrüsten? Oder waren das alles? Stimmt, ich glaube, ja. Ich glaube, ich muss jetzt noch irgendwie reinpacken. Das ist es wert. Na, Moment, ich drücke Y, X, B. Komisch. Vielleicht sind es so einfach so passive Skills, die du nicht ausrüsten musst. Wirkt auch so von der Beschreibung. Ach. Sieht aus wie Last of Us jetzt, dem man das dann zwischenzeitlich gespielt hat. Ach, schon schön nach wie vor. Eine riesige verschwitzte Achse. Das magst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilliglager getrieben. Diese Sklaventreiber. Aber in dieser Logik gab es doch bestimmt einen Punkt, wo Leute gesagt haben, ey, der Strom ist wieder, kostet wieder was. Ich gebe euch denselben Strom für günstiger. Ihr müsst nicht eure Erstgeborenen verpfänden. Schauen wir nicht mehr. Die explodiert nur bei Feinden. Ja. Oh. So? Das müsste reichen. Komm schon. Das müsste reichen. Warnung. Die MS-Detonation in Sektor 1 Delta 4. Boah, ist das schön. Das ist echt so ein kleiner Metal Gear. Mhm. Aha. Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Peinlich. Brauchst du Hilfe? Einfach. Siehst du, das nervt ihn nämlich, dass er den Anzug nicht mehr hat. Es nervt ihn einfach. Und Densko hat gerade im Chat gesagt, er war damals richtig geflasht von Teil 3. Mir ging es damals auch so. Da hatte ich einen ganz guten PC zu der Zeit, also für die damalige Zeit. Bin ich schon auch echt fett. Bei mir lief es nicht richtig, leider. Also die PC-Version war irgendwie, also es lief so, ich habe es auch gespielt, aber es war eben nicht mal 30 Frames. Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Todesmal. Wenn es dich sieht, bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Ein wenig Bock drauf. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon, traut euch, kommt her. Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig. Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit-Prophet. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch?
Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Ah, Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1. Das Gras sieht nicht geil aus. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turmfreidecker 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1, Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1, Delta 0. Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Stark. Oh, shit. Alter, das geht ja echt kaputt. Ich dachte, das wäre klar. Das ist wohl ein No-Go. Naja. Ja, das Problem ist wirklich, dass die Energie mit dem Rennen dann nicht mehr hinhaut, ne? Mhm. Okay, jetzt aber kannst du es schaffen. Ich glaube, du musst dich eher Richtung dieser. Ja, ich würde aber gerne dahin. Ach so, gucken. Sein. Du wirst dann im Turm wahrscheinlich nichts machen können. Ja, es war wirklich dumm. Ich wollte da auf den Turm. Das ist so seit Far Cry. Wenn da so ein Turm ist, dann will ich da rauf. Dann wird so hoch, dass es oben auch einmal so eine Drehungsanimation gibt und du was freigeschaltet hast auf der Karte, ne? Geh ich mal ganz anders lang. Dann soll ich da wirklich hin? Na gut, okay, komm. Hey, jetzt gibt's ja noch eins. Das ist aber so langweilig. Guck mal, ich muss laufen. Da, Sektor 1, Delta 0. Ja, dann gehe ich halt doch jetzt erstmal dahin. Sektor 1, Delta 2, ich hab hier was. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Hier ist nichts. Wenn ich weiß, dass da links nichts ist, aber ich muss wahrscheinlich trotzdem ablaufen. Ja, wahrscheinlich ist es hier am letzten Punkt. Oh oh. Okay, Energie ist wieder voll. Das ist doch keiner, hier kann ich mich doch nicht verstecken, das ist doch kein gutes Versteck. So. Schon weite Strecken, die man hier. Ja klar, ne? Was ist denn das für eine nervige Stelle? Na, ich bin vielleicht auch einfach dumm. Aber ich komme gerade nicht so rein, weil die mich halt echt immer finden, ne? Ja, wir lesen beides. Lager ist ein No-Go. Okay, du hast was gefunden. Nee. Doch, da stand Primärwaffe und Suchhund durchgestrichen jetzt. Ich glaube nur, es das heißt nur, dass die hier nichts gefunden so. Haben. Okay. Ja, läuft doch. Rennen, bis sie mich erfassen. Dann auf Stealth. Aber ist es dann nicht schon zu spät für Stealth? Dann vielleicht ja. Die Panzerung anmachen. Es ist schon ein bisschen zu spät, ja. Okay, den dritten Punkt schaffst du noch. Und dann wäre mal wirklich auch ein Checkpoint fällig, meiner Meinung nach. Ja, ich denke, dann ist Checkpoint-Time. Glaube ich auch. Okay, jetzt müssten wir das nur bis zum Ziel gleich schaffen. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Einfach hinrennen jetzt zum letzten Punkt.
Das ist schon der dritte Teil, nicht weder der erste noch der zweite, weil es gerade gefragt wurde. Oh. Immer noch! Oh, ein Knüppel, geil. Ganz geil! Was war das nochmal? Das ist inkompatibel, die Hardware. Ja, das ist im Grunde ein Alien, eine Alien-Waffe. Okay, Alien die Türme Snipe. Zerstören. Fett. Scheiße, wie machst du das? Ey! Aber es ist einfach toll! Okay, du hast Zells Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Warnung. Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreiftruppen umgehend in diesem Sektor vorrücken. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Vorsicht, das sind so Minen. Ja, ich dachte eigentlich, ich kann da einfach ein bisschen cooler wegspringen. Ich hätte vielleicht das Ding einfach aktivieren müssen. So, warte mal kurz nochmal. Hier sind ja keine mehr, ne? Das waren ja schon alle. Na, wenn das Zielgebiet die Hölle ist. Diese elektrischen Pfeilspitzen. Ach, es wäre schön, wenn du mal so One-Liner für so ein Spiel sprechen würdest. Einfach 100 dumme Action-One-Liner. Na, manche Leute haben daraus ganze Karrieren. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wirklich, ah! Oh! Nein, oh, nein! Das explodiert gleich. Hier ist keine Muni. Doch, kam mir so vor. Aufpassen, Prophet. Zellverstärkung nähert sich. Kein Fall mehr, scheiße. Wir spielen noch Series X, weil es gerade nochmal gefragt wurde. Warum explodiert es eigentlich nicht? Okay. Ich immer die dümmsten Fragen stelle und die eine Sekunde später beantwortet werden. Exklusiver. Manche fragen, warum hat Trant eine Liste für Crysis? Nee, glaube ich eher so, dass der Trant hat eine Future-Liste für Spiele, die in der Zukunft spielen. Der hat so Crysis checkt sie alle ab. Ja, diese Sechsecke und so, das mag er alles. Alles. Bienenwaben. Jedes einzelne von ihm erwähnte Element findet hier tatsächlich auch seine Verwendung. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, sind die Kisten mit irgendwelchen Nummerierungen. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir noch nicht viel gesehen haben. Na gut, wir hatten aber eben schon den Turm 3, Delta 3, glaube ich. Ah, siehst du, da war bestimmt eine 3D und so war, stand da drauf. Dann haben wir es schon. Das ist nicht wichtig. So, und was macht der jetzt? Hui. Mann, da wartet man ewig auf dich. Letzte Mal, dass ich dich mitgenommen habe. Ja, sowas mag ich immer. So Kanalisation mit ein bisschen Wasserschatten, die irgendwo hingeworfen werden. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Okay. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Zellpatrouillen. Shh.
müssen außenrum. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir so Fallout und sowas angucke, ja, dann möchte ich lieber sowas. Also dieses Grau in Grau mit Schutt und alles Wüste und braun und langweilig. Das ist schon ein bisschen Natur auch zwischendurch. Finde ich ihn voll, ne? Unglaublich nervig. Und so, ja, finde ich das irgendwie schöner. Das ist auch netter. Das Wasser ein bisschen grün. Also das könnte auch Endzeit sein. Weißt du, ja, du wärst alleine dann so unterwegs, aber es ist, wenigstens hat die Natur sich so ein bisschen was zurückerobert. Finde ich auch. Aber gut, ich glaube, bei Fallout war einfach auch die Dings nicht gut genug, die Engine. Ach, er geht da hoch und ich soll hier, oder was? Mann, ey, immer eine Sekunde zu spät. Ja, der schlechteste Spion. Oh, Granatis. Okay, das sind auf jeden Fall hier die Geschütze, aber wie kann ich nochmal Granaten werfen? Warte mal. Guck mal, vielleicht hier Digipad rechts, bedeutet das vielleicht Granaten? Ja, ich drücke nach rechts, nee, digital links. Ich glaube, das ist, wenn du den Pfeil und Bogen hast, kannst du dann damit... Ach so. Aber jetzt zeigt er auch links an. Ach so, er zeigt links immer die jeweilige Waffe an. Ja, ich würde auch sagen, das rechts, aber er macht's nicht. Komisch. Und RB ist nach wie vor tarnen, oder was? Dann müsstest du ja, mal ransuchen. Nö, ich hab tatsächlich... Komm, wollen wir mal kurz schauen? Das will ich jetzt auch. Ja, guck mal bei Einstellungen, genau ganz unten. Mann, zeig mir doch einfach nur... Spielersteuerung. Granaten. Zweimal antippen. Was? Y. Antippen? Dann hast du Granaten. Ich kann dich nicht gerade hören, wegen dem Spiegel. Was? Zweimal antippen. Ah, Granaten, okay, also Y. Das ist aber komisch, na gut. Ach du Scheiße, auch noch so eine. Mann, das war eine gute Idee mit der Granate. Gut. Boah, ich glaube, spiele ich noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen vom dritten Teil angefixt. Ja, muss ich aber nachher gleich noch für dich runterstellen, den Schwierigkeitsgrad. Das mal wieder auf Baby dann, damit ich da auch adäquat durchkomme. Aber du rufst mich aber an, wenn du ein Problem hast. Ich würde das über TeamViewer dann für dich freigeben, dass du zur Not weiterstellen kannst an den Schwierigkeitsgrad. Ich habe mich umbringen lassen, damit wir ein schönes organisches Ende haben für den Beitrag. Finde ich gut. Simon, es hat mich sehr gefreut, dass wir das heute gemeinsam angeschaut haben. War schön, da ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Und jetzt, das ist die große Überraschung des heutigen Abends, gehen wir beide einfach auch gleich rüber. Das heißt, ihr könnt alle dranbleiben, weil Simon, ich und Kollege Ilias sind jetzt noch im Game Talk. Und ich kann sagen, ich habe eine Menge interessante Themen noch dabei. Ich habe auch ein, zwei dabei. Das ist schön und Ilias sicherlich auch. Also bleibt einfach dran, das war die Crisis Remastered Trilogy. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Empfehlenswert, kann man glaube ich sagen. Ja, finde ich auch. 50 Euro für alle Konsolen und PC erhältlich, alle drei Spiele. Bleibt einfach dran. In 3-4 Minuten geht's weiter hier mit dem Game Talk.